Dann mal los! Was denn? Sollen wir ihn abstechen, wenn er schläft? Auf keinen Fall! Dann sagt er noch, das war feige, wenn er aufwacht! Von wegen aufwachen! Der wacht erst auf vom jüngsten Gericht, du Idiot! Und sagt dann aus, wir hätten ihn im Schlaf erstochen! Oder so. Das Wort Gericht macht mir sowas wie Gewissensbisse. Ich dachte, du wärst vollkommen überzeugt oder so. Bin ich auch, dass ich ihn leben lasse. Was? Ich gehe jetzt zurück zum Herzog Luster und sag ihm das. Nein, warte mal bloß ein bisschen. Vielleicht kippt mir mein Humanismus wieder weg. Früher hat er mich immer gebremst, so lange wie es bis 20 zählte. 20? 1, 3, 7, 9, 11, 20. Und? Wie sieht's jetzt aus mit deinem Gewissen? Ein kleines Restrisiko noch. Mann, denk an die Gage, wenn die Sache erstmal erledigt ist. Die Gage! Heiliges Gottes Ei! Der Kerl muss hin sein, ich hab die Gage vergessen. Und? Wo ist dein Gewissen jetzt? Im Portemonnaie. Tu es so, als kenn ich's nicht. Sowas bringt jeden Kerl auf Null. Das zeigt ihm an, wenn er nur wen, was wo wegnimmt. Verkrampft, verklemmt, hier oben im Hirnkasten. So ein Ding schiebt ihn den ganzen Tag. Verkrampft, verklemmt. Hier, oder im Herz auch, wo das Herz schlägt. Das macht dich arbeitslos, Junge. Glaub mir, wer sich so im Gewissen hält, ist weg vom Fenster. Ein Mann, der auf sich hält und im Beruf zu was bringen will, der soll sich auf sich verlassen, nicht so ein Ding mit sich herumzuschleppen. Heiliger Gottessack! Ihm hat's mich angestoßen. Hier am Ellbogen. Und jetzt sagt's, ich soll den da nicht umbringen oder so. Glaub ihm kein Wort. Genau. So wie ich gebaut bin, kannst du mir gar nichts. Oder so. Du bist ein ganzer Kerl. Du hältst was auf dich. Also, an die Arbeit. Hau drauf. Und wenn die Sache erledigt ist, schmeiß ihn daneben mal ins Fass. Oh ja, wir machen Fleischragout aus dem. Und mach dir noch auf. Hau drauf. Ich will erst mal ein bisschen mit dem diskutieren oder so. Wer bist du denn? Wieso seid ihr alle so blass? Wer hat euch denn hergeschickt? Was wollt ihr, hä? Dich? Mich töten? Ei, ei.